Herzlich willkommen bei Let's Play The Library mit Spirit of the Ghost. Ein neues Let's Play von einem Spiel, das glaube ich in England, in Australien. Ich glaube, aus Australien kommt es und da war es an der Uni sowas wie ein Abschlussprojekt. Und wir sollen es am besten spielen mit Headphones, die habe ich auf, und The Dark, das könnt ihr schön vergessen. So, leider habe ich es gerade schon mal versucht zu Let's Playen und habe es selber verbockt und habe das erste Mal verpasst, dass ich fluchen musste vor lauter Schrecken. Ich fasse jetzt mal hier zusammen, was steht. Wir sind in einer Bibliothek, die natürlich verflucht ist. Angeblich ist da nur ein Geist drin und außerdem große Reichtümer, die so Gierhälse wie ich unbedingt finden wollen. So, leider muss ich das Let's Play jetzt gleich nochmal machen. Das habe ich gerade schon gestartet, aber ich kann nur sagen, ich bin so dermaßen erschrocken. Es ist fast schade, dass wir das nicht aufgezeichnet haben. Ja, hier ist die Bibliothek. Ich bin dann also vorhin hier schon außen rumgelaufen, um zu schauen, ob es vielleicht irgendwas gibt. Hab das Spiel auch schon mehrfach gelobt, denn es ist Early Access. Das dürfen wir nie vergessen. Also Bugs, die es noch gibt und ein bisschen so eine Eindimensionalität in der Spieltiefe, die müssen wir hinnehmen. Aber man kann schon erkennen, das kann was Großes werden. Diese Grusel-Adventure sind wahrscheinlich gerade sehr in. Ich merke es auch, ich versuche jetzt hier gegen den Wind anzulaufen, ich kann mich kaum bewegen. Es sind eigentlich nicht so mein Genre, ich bin auch sehr schreckhaft. Aber es ist, glaube ich, wirklich gut gemacht. So, ich weiß jetzt schon, dass die Haupteingangstore natürlich verschlossen sind und wir nur durch so einen Hintereingang reinkommen. Da können wir crouchen, also uns ducken. Und dann können wir hier rein und da können wir dann aufs Dach gehen. Da war ich vorhin schon. Und das ist wirklich gruselig. Jetzt auch hier. Mit Space kann man jumpen. Und wie bei Minecraft kann man dann auch crouchen, also sich ducken. Man kann rennen mit den gleichen Tasten eigentlich wie bei Minecraft. So, jetzt gab es hier so eine lustige Stelle, an der jemand natürlich ein Brett auf dem Dach so installiert hat, dass man da problemlos rüber krabbeln kann, was wir machen. Oh, es ist wirklich grauenhaft. Ich bin noch ganz erschrocken von gerade eben. Und jetzt kommen wir hier rein. Und im Prinzip... Oh, geht erstmal das Licht aus und der Schlag war natürlich nötig. Aha, N. Close Gel. Das wurde vorher nicht eingeblendet. Ja, gerade war das Licht noch an. Da ist die Lampe dazu, genau. So. Ich habe auch schon mehrfach gelobt, dieses Tutorial hier. Das ist wirklich sehr gut im richtigen Moment. Verstehen wir, was wir tun müssen. Es gibt nur im Moment noch nicht viel zu tun. Da ist uns auch dieses Kind aufgefallen, das noch okay ausschaut, nur Blut am Mundwinkel hat, was schon schlimm genug ist für ein Kind. Wenn wir jetzt die Tür aufmachen, sehen wir immer mehr so Leute. Jetzt müsste gleich Edgar Allan Poe halbtot uns anschauen. Wer ist das? Die haben wir vorhin nicht gesehen. Eine eigentlich ganz hübsche Frau mit etwas seltsamem Make-up. Und wir sind hier in einem alten Schloss offensichtlich. Ich glaube, wir gehen gerade einen anderen Weg als gerade eben. Und sind gerade irgendwann furchtbar erschrocken, weil wir tatsächlich auf einen Geist getroffen sind. Ich habe jetzt also bei jeder Tür Angst. Ja, da waren wir vorhin nicht. Jetzt habe ich also was Neues, okay. Ich weiß zwar nicht genau, was es ist, aber Hauptsache ich hab's. Da knarzt wieder irgendwas. Das kann man nicht nehmen, okay. Gehen wir mal systematisch hier durch. Ich habe keinen Bock mehr so zu erschrecken wie gerade eben. Da ist Edgar Allan Poe, für alle, die ihn kennen, mit blutigen Augen. Und hier hat jemand mir den Weg verbaut. Auf der anderen Seite komme ich gleich raus. Ah, die Musik ist wirklich grauenhaft. Ah, ich habe Gänsehaut im ganzen Körper. Ich bin echt nicht der Typ für solche Spielchen hier. Aber ich mache es sehr gerne, wenn ihr es mir zuschickt. Es ist auch wirklich qualitativ gut. Aber ich bin auch leicht zu überzeugen bei sowas. So, da war, glaube ich, der gefährliche Raum. Ah, diese Sounds sind wieder dringend nötig. So, da müssen wir jetzt schauen, dass wir den richtigen Winkel erwischen. Der war vorhin irgendwie so. Ich sehe jedes Mal anders. Da bewegt sich was. Ich darf nicht abbrechen. Da war ein Schlüssel drin vorhin. Den brauche ich bitte. Jetzt. Danke. Okay. Das war, glaube ich, die Tür, bei der ich mich zu Tode erschreckt habe. Ach, Leute, ich habe Gänsehaut. Oh, das ist die andere Seite hier. Frau ohne Augen. Warum man auch immer alleine in so verlassene... Hier, das könnte Goethe sein oder gewesen sein. Warum man auch immer alleine in so Teile muss. Eve Inventar geht leider nicht. Ah.
Da, ich hab Gänsehaut, Hilfe. Ich schau weg, ich halte es nicht aus. Da war ich vorhin nicht drin. Ich Gänsehaut im ganzen Körper. Leute, die Atmosphäre ist wirklich gut. Das ist ein altes Holzgemäuer. Oh mein Gott. Was? Oh. Nee, oder? Ich habe auch überhaupt keine Waffen, gar nichts. Oh Mann. Die Hommage an Edgar Allan Poe, die kommt zurecht. Also es ist einfach grausam, grausam, grausam. Ich kann auch nichts lesen, leider. Ich wüsste gerne wie. L oder R für Read? Nein. Mach jetzt mal aus. Was ist das? Oh, okay. Hab ich da reingelegt. Holzscheite. Ja, hab ich's ein bisschen gemütlicher gemacht. Das ist doch was. Das ist hier so richtig gemütlich. Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Ich merke was, ich werde schon vorsichtiger. Oh Gott. Ach. Okay. Nein, 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 nein. Irgendwo links kommt bestimmt irgendein Geist gleich oder rechts irgendwo. Ich renne jetzt einfach. Mama, ich will hier raus. Jetzt habe ich ein Buch. Oh, wo geht denn der Ausweg? Ah, 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 da war doch was. Oh Gott. Wolltest du mich wieder hier? Ich war doch gerade weiter. Oh. Ich renn jetzt. Hilfe, Hilfe! Jetzt bin ich wieder hier. Ja, genauso fühle ich mich. Nein! Ach. Ah, Gott, der Bibliothekar. Der will zu dem Buch, also den muss ich irgendwie vermeiden, oder wie? Ich gehe jetzt einfach hinter ihm her. Der wird sich schon nicht umdrehen. Geh weg! Ah! Ich sag euch, Bücher lesen, dass das so gefährlich ist, keine Ahnung. Es ist schlimm, es ist grauenhaft. Ich komme da nicht vorbei. Geh weg, geh weg, geh weg. Ah. Ich bespringe jetzt einfach alle Bibliothekare, die mir über den Weg laufen. Ah. Jetzt komme ich hoch, jetzt komme ich hoch. Jetzt hau ich ab. Ich renne einfach. La da da, keine Ahnung, wo ich hinlauf. Da da di da di da di da di da di da di und wieder zurück und bloß nie wieder hierhin. Andere Richtung. Help. Oh Gott. Oh Gott. Ja, Kumpel. Ist jetzt ungünstig. Mach halt auf. Dann gehe ich wieder zurück in diese Bibliothek. Da war es vorhin ruhig. Okay, da sucht jemand Hilfe. Kann natürlich auch eine Falle sein. Raus hier, raus hier, raus hier. Nie wieder in die Bibliothek. Da lobe ich mir mein Smartphone. Jetzt ist da auch zu. Da war doch gerade noch offen. Da war gerade noch offen. Ich schwör's. Ich kann den Schlüssel auch nicht verwenden. Ich weiß nicht wie. Okay, ich glaube, das reicht mal für die erste Folge. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann muss ich mir stärkere Nerven besorgen. Ich gehe jetzt hierhin, hier ist sicher. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte liked und abonniert, was das Zeug hält. Auf spiritoftheghost.de, auf Facebook, auf Google+. Es hält weiter, dass es mich gibt. Ich habe Gänsehaut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Spirit.